So, hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder. Ja, ich habe mir heute gedacht, die Angie ist nämlich heute hier. Ne? Ich darf ja praktisch, oder wir dürfen ja wieder arbeiten. Und Angie ist mit ihren Nägeln nämlich hier und machen das jetzt heute neu. Und deswegen habe ich gedacht, ich lasse euch jetzt mal immer zwischendurch mit dabei, was wir heute machen. Das Design haben wir uns schon ausgesucht. Angie kann mir noch mal eben, sag mal eben, hallo. Hallo, ihr Lieben. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, mal bei Claudi zu sein. So, wir machen die quasi neu. Ich werde das jetzt gleich alles eben schon mal runterholen und wie gesagt, nachher so Schrittchen für Schrittchen. Ich lasse euch jetzt nicht überall dabei, aber einfach mal, dass ihr mal wieder ein paar andere Hände seht als meine, sag ich mal. Und dann machen wir die jetzt, die kleinen Süßen hier jetzt mal neu. Da hat sie te teilweise selber ein bisschen was dran rumgeschrubbelt, aber lassen wir das mal so dahingestellt. Und ja, dann würde ich sagen, ich hole das jetzt mal eben alles schon mal runter und dann hole ich euch nachher dann immer zwischendurch mit dazu. Bis gleich. So, meine Süßen, ich habe das jetzt grob alles vorbereitet und feile jetzt, also Naturnagelvorbereitung gemacht und feile mir das jetzt quasi den Nagel noch mal ein bisschen zurecht. So wie immer für Angie. Unsere typische Nagelform. Dann müssen wir noch, eigentlich nur den anderen Nagel eigentlich nicht, aber einen Nagel müssen wir noch an der Seite etwas reparieren, obwohl das ist nichts Dramatisches. Da hatte sie sich mit ihrem Auto angelegt. Das Auto war stärker und hat gewonnen. Ja, das Auto war stärker und hat gewonnen, genau. So. Nein, sie hat natürlich immer schon selber zwischendurch auch schon gekürzt und alles Mögliche, aber. Deswegen ist sie froh, dass sie jetzt heute mal wieder endlich kommen darf. Ne? Oh ja. Außerdem habe ich dich auch vermisst, mal von den Nägeln machen Ja, gesehen. das ist aber so lieb von mir. Das ist der Ich bin Nagel. lieb, das erkennt nur immer Ja, keiner. doch, ich weiß es ja. Wir kennen uns ja nur schon lange genug, ne? Ja, das stimmt Also, wohl. Güte. Mach mal locker hier. Locker flockig. So eine gewisse Grundlänge hat Andi sowieso immer drinne. Und das ist auch gut so. Das ist jetzt auch fast alles nur noch fast Naturnagel, sagen wir das mal so. Das ist natürlich alles sehr, sehr gut rausgewachsen. Und den Rest hat sie dann immer vorne einfach ein bisschen gekürzt. Aber so, andere Hand. Zum Glück ist da Angie relativ nicht ganz unbedarft, weil sie es früher teilweise selber auch gemacht hat. Und sie hat ja sehr, sehr schöne Naturnägel. Ja, danke schön. Nee, hast du wirklich. Also du hast wirklich ein bisschen Vorzeigenägel. Deswegen bist du ja auch mein Modell, was das angeht. Ne? Also nicht umsonst, ne? Ja, mit meinen Nägeln hast du ziemlich gehen gelernt, ne? Ja. Das kann man so sagen. Und da denkt man mit den relativ einfachen Nägeln hier schon, man ist am Anfang überfordert. Dabei sind einem die Ja, ich denke komplizierten aber Nägel noch gar nicht untergekommen, so. weißt du? Ja, aber ich denke so gern daran zurück. Ja. Ja. Hat mir auf jeden Fall immer Mühe gegeben. Ja, 4 Stunden, 4,5 Stunden. Das Ja, wäre mit ganz Geld am nicht Anfang, ja, da bezahlt hast du recht. gewesen. Ja. Ganz am Anfang, Ja. da hast du recht. Und deswegen am Anfang habe ich auch gedacht, oh Gott, wie soll ich das innerhalb von einer Stunde hinkriegen? Aber ich kann euch beruhigen, das ist wirklich nur eine Übungssache. Ja. Ich meine, ich arbeite grundsätzlich also bis heute nicht im Akkord, außer es muss wirklich mal ganz schnell gehen. Dann kann ich das auch.
Aber da muss man sich natürlich extrem bei konzentrieren. Und ja. Also ich kann es schon, aber ich habe keine Lust, im Akkord zu arbeiten. Ich glaube, die Gründlichkeit bleibt auch ein bisschen auf der Strecke. Ja. Ja, man ist ja auch vor allen Dingen nicht jeden Tag auch nicht gleich gut drauf. Das ist es ja. Würdest du mal den hier, kämpf bitte nicht mit mir. Die Daumen kämpfen immer gerne mit mir. Ja. So. Bin ich hier aus dem Bild oder was? Ja, da waren die irgendwie aus dem Bild. Ja, ich ziehe sie dann immer weiter zu mir, weißt du, ein bisschen knuddeln und so. Ja. Ja, ich bin jetzt diese Woche auch schon komplett ausgebucht. Die sagen alle, wenn, dann bitte jetzt. Ja. Wer weiß, ne? Aber du weißt ja, ne? Ja. Nun habe ich ja jetzt keine 40 Kunden oder so. Das ist auch ganz gut so, weil sonst wäre ich... Ja, das wird zeitlich auch gar nicht. Sonst bräuchte ich das, das würde ich zeitlich auch gar nicht hinkriegen. Also zum normalen Job noch dazu, das wäre ja auch. Nee, eben, dann könnte ich dich bald einliefern lassen. Dann kannst du, ja, das hast du allerdings recht. Dann könntest du mich wirklich einliefern lassen. Was machen wir nachher? Wir haben zwar eine Pandemie und Impfen soll auch toll sein, aber Nageldesign ist freiwillig, Leute. Keine Pflege. Luxus ist das. Nageldesign ist Luxus. Und selbst da müssen wir auch noch Hygieneschutz einhalten. Aber gut, das machen wir ja. Ich habe meine Scheibe hier stehen. Ich habe Mundschutz auf. Was haben wir eine coole Farbe? Was? Deine Handschuhe? Rot, ja, die habe ich aber schon lange. Ich war schon lange nicht mehr da. Ja, stimmt. Aber die habe ich noch länger. Dann hast du sie von mir verborgen. Ja. Und hast ich verstecke auch ganz gerne mal was. Ne? So ist das ja nun nicht. Du musst ja nicht immer gleich alles. Die doch gar nicht mit. Nicht alles preisgeben. So nicht. So. Dann machen wir gleich. Up here. Warum habe ich das blöde Ding hier noch an? Das kann jetzt aus. Ach Gott, wir können eine Wohltat. Ruhe. Ja, ich habe ja jetzt eine neue Staubabsaugung hier drunter. Aber ich muss die nämlich nochmal einschicken. Weil der eine, der so... Das ist nur der eine Lüfter auf der linken Seite, weil der hat jetzt 4 Motoren hier. Mhm. Ist auch doppelt so teuer wie die andere. Aber gerade jetzt, ne, in was Feinstaub und so weiter angeht, ist das... Die hier, das merke ich jetzt schon, noch besser. Also... Ja, und die andere, wie gesagt, die hat schon, die habe ich eigentlich schon quasi verkauft. Auch eine YouTuberin. Die hat sich gleich angemeldet dafür, sobald ich das hier mit meiner geklärt habe. Ich muss jetzt nur nochmal wieder verdammt nochmal Zeit haben, die nochmal da runter zu schicken. Weißt du, wahrscheinlich mache ich das diese Woche, werde ich jetzt keine Zeit. Darauf der Woche sieht es mit den Terminen eigentlich ganz gut aus. Da habe ich nur einen, dann nehme ich notfalls kann ich die nehmen. Oder ich baue mir wirklich kurzfristig nochmal meine alte unter. Und dann will ich hoffen, dass das Zurückschicken nicht so lange dauert. Oder mir fällt noch irgendwas anderes ein. So, achso, den nimmst du den mal da raus? Genau. Einmal da rein. Ja, was ist damit? Warum willst du die zurückschicken? Hier, die klappert so zwischendurch. Hörst du dieses Grill? Ah, ja. Und wenn ich nämlich jetzt dagegen drücke, dann ist es so, wie es eigentlich sein soll. Ja. Aber hier dieses Klappern. Ja, ja, ich höre es. Das ist der eine Lüfter. Und das geht einem nach einer Zeit echt tierisch auf den Zeiger. Das glaube ich dir sofort. Jetzt nicht irgendwie äußern. Nur auf den Zeiger ist doch noch nett ausgedrückt. Auf den Zeiger, genau. Wir das können wird auch wahrscheinlich nett auch nichts Schlimmes sein, aber vielleicht ist da irgendwas im Weg oder es hat sich irgendwas verzogen. Weil es ist nur auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht. Hm. Ja, vielleicht hat auch der Lüfter, weißt du, wenn da diese Ventilatoren, wenn die ein bisschen schief sind, dann kann das auch sein, ne? Dass ja, die ja. Dann wie so. Wie gesagt, ich muss das ja dann nach Onifonels zurückschicken und dann alles einpacken und zur Post bringen. Und ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Mm. Ich will meine Staubabsaugung benutzen, weißt du? Ja, das kann ich zu gut verstehen. Ja.
Nee, dich will ich eigentlich gar nicht haben. Du, du, du. So, meine süßen Hasis. Ist das das Rosé? Ja, das wollte ich haben. So. So, müssen wir mal eben kurz warten. Genau, da kommt sie auch schon. Aus der Lampe raus. So. Naturnagel mal wieder ein bisschen einpacken hier, deutsch gesagt. Wo habe ich? Wenn du das machst, hast du gematscht. Ja, danke. Musstest du das jetzt wieder erwähnen? Ja. So, auf jeden Fall mache ich mir jetzt hier den Aufbau drauf. Ne? Brauche ich euch ja nicht zu erklären. Mit meinem Lieblingskiel. Die meisten kennen das ja auch schon. So. Ich bin aus dem Bild. Ich bin immer aus dem Bild, ne? So. Angie, passt immer auf. Ich zoome euch mal ein bisschen raus. Dann ist das besser, doch etwas besser nachzuvollziehen, wenn ich auch mal darüber gehe. Ja, naja, wie gesagt. Also ich würde jetzt hier mir die quasi den Aufbau wieder machen von den Nägeln. Ja, das brauche ich, habe aber gesehen, brauche ich gar nicht großartig, weil das ist okay. So minimal, das decke ich jetzt hier mit dem Gel ab. Das wäre jetzt Blödsinn, da noch Seidenstreifen und sonst was drauf zu kleben. Weil wenn der ganze Nagel jetzt richtig eingerissen wäre, aber das hier kann ich jetzt hier komplett versiegeln. Mit dem Gel. Okay. Und dann fällt das, dürfte da eigentlich auch nichts passieren. Den packe ich jetzt ein bisschen ein und dann ist das gut, weißt du? Mhm. Weil wir reden hier von 0, schieß mich tot, Millimetern. So, einmal ein bisschen, dann herden wir die. Den packe ich jetzt da gut ein. So, und dann kannst du mir nämlich mit denen schon mal eben... Ach, Claudia. Wie war das? Ja, hör auf zu lachen. Ich höre genau das zu lachen. Willkommen genau. Im Kleckerklang, mein Schatz. Ja. Oh, Hase, nicht ärgern. Das sind wir beide doch schon gewohnt. Das kannst du am besten bei mir. Das kann ja auch woanders besonders gut. Jetzt wollte ich dich in Schutz nehmen, verrat dich doch nicht selber. Das wissen die doch. Kleckern ist meine Leidenschaft. Ja, klar. Na? Eine Leidenschaft muss man ja frönen, sag ich immer. Richtig. So, und deswegen gehst du mir jetzt... Das kommt auch, wenn ich mit Handschuhen arbeiten muss. Ich hasse es, mit Handschuhen zu arbeiten. Ich weiß. Einmal zum Aushärten da rein. So, meine Süßen. Ich mache jetzt doch mal die anderen eben fertig und dann hole ich euch gleich zum nächsten Step wieder dazu. So, meine Lieben, ich habe jetzt soweit den Aufbau gemacht. Heile mir jetzt die Nägel nochmal.
aber nur grob, weil viel Feilen brauche ich bei dem Gel nicht. Unser kleiner Spezieller hier. Hast du hier so jetzt ein sicheres Gefühl, ja, ne? Ja. Ja. Design hat sich Angie auch schon ausgesucht? Ja, weniger ich, sondern eine Kollegin von mir. Also es wird heute mal was ganz Abgefahrenes. Ja. Deswegen habe ich auch gesagt, ich fülle das mal mit. Was ganz Außergewöhnliches. Ja. Auch von der Farbe her. Ja. Die Farbe, ich hatte diese Farbe aber schon mal, aber ich glaube, das ist bestimmt schon 4 Jahre her oder so. Ja, es kann gut sein, das ist schon... Also nicht genau diese Farbe, aber nee, das war aber was Ähnliches, glaube ich, ja. Genau. Ja, weil irgendwie war ich total überfordert. Ich hatte so viele Designs im Kopf und dann habe ich das aus der Hand gegeben. Jetzt muss ich dazu sagen, meine Kollegin ist unter 30, aber dann war mir wurscht. Vom Design her meine ich, was dir dann natürlich gefällt. Wenn du dann auf die Dauer nicht damit leben kannst, dann musst du eben zwischendurch nochmal können, dann müssen wir eben die Farbe ändern. Genau. Obwohl ich glaube, das wird ganz gut aussehen. Ich glaube auch. Das wird wirklich mal was anderes. Und Andi ist da ja recht experimentierfreudig, was das angeht. Ja, absolut. Zum Glück auch mal eine andere Farbe auszuprobieren. Ja, ich bin jetzt auch nicht auf ein Farbton festgelegt, sondern mir gefällt die ganze Bandbreite und... Ja. Außer Rot. Rot ist nicht meins. Also Rot wird schon mal nicht. Nein, Rot so wird so ein Weinrot geht auch, ne? Aber so dieses Kirschrot oder Rubin oder wie die alle heißen, Magenta oder sonst irgendwas. Magenta ist nicht Rot. Nee, das ist doch nur Lila. Das geht schon wieder. Oder Pink. Das ist nicht so meins. Obwohl ich das auch schon mal hatte. Ja. In der Weihnachtszeit. Ja. Also auch nicht ausgeschlossen. Ach, von mir ist eigentlich keine Farbe ausgeschlossen. Das ist schlimm. Macht es dann auch immer so schwer. Ja. Deswegen guckt Angie sich vorher immer so eine Art Design aus. Ja, Stunden. Wir ändern das zwar dann immer noch zwischendurch so ein bisschen ab, sag ich mal. Ja. Aber so grob vom Ausgangspunkt her, drücken wir es mal so aus. Ja. Nimmt sie das meistens mit. Oder sie sagt so ähnlich, aber in einer anderen Farbe. Das hatten wir auch schon. Hatten wir auch schon. Oder noch häufiger. In meinem Spezialblick dann nochmal an. Mhm.
So, einmal so. Andersrum, Schatzi. Wollte nur mal gucken, ob du noch aufpasst. Ja, das können die wahrscheinlich jetzt nicht genau sehen, aber ich muss mal eben gucken, dass die alle da ihre Richtigkeit haben hier. Sieht aber gut aus. Meine Antis Finger kenne ich inzwischen auch schon. Ich wollte gerade sagen. Aber trotzdem. Weißt du noch mal einen prüfenden Blick drüber? Traue ich eigentlich nicht. Traue ich nicht, ne? Ja, trau ich. Brauchst du nicht. Trau ich nicht. So, ich will aber noch mal einmal unten drunter sauber machen. Ja. Wichtig, wichtig. Ja. Das liegt da. Hast du alles verleert? Ich war schon lange nicht mehr da. Ja, man merkt's. Andersrum. Außerdem habe ich heute schon lange gearbeitet. Ich habe Koordinationsschwierigkeiten jetzt. Also, habe ich auch. Nee, du darfst jetzt keine haben. Wie jetzt? So. Ich habe das eben schon gesehen. Ist das eine Katzenpfote da unten? Ja. Drauf? Du wirst jetzt gefotis, so ungefähr. Ja. Damit bin ich zufrieden. Das soll ja schon mal was heißen. Ich auch. Angie zeigt euch die Pattenfingerchen. Genau, guck, 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 guck. So. Ein bisschen Palatz machen. So, meine süßen Jatzke, das nämlich los mit dem Design. Mit dem Design. Mit dem Design. So, alles gleich ein bisschen Abwischer, Wischer machen hier, ne? Genau. So. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie euch das Design dann nachher gefallen hat. Mhm. So, meine Lieben, jetzt kommt der Schock fürs Leben. Aber das wollten wir ja nicht benutzen. Wir wollten ja dies benutzen hier. So, und den wollten wir weiß machen. Und das machen wir gleich als erstes, damit ich nachher nicht in meinem Wahn, wir kennen das ja, ne? Ja. Da etwas Falsches tun. Und das wollen wir ja nicht. So, und zwar wird der weiß. Muss mal eben kurz. Genau. Spannen euch jetzt nämlich auf die Folter. Genau. Das heißt, den mache ich mir erstmal grob. Weiß. Dafür nehme ich jetzt das Dream White von Linny. Einige werden da was mit anfangen können. Das brauche ich jetzt auch nicht. Gut, das ist sowieso ein hochdeckendes Weiß. Aber das kann man eben auch für den ganzen Nagel nehmen. Also das wäre jetzt, ist jetzt kein Problem. So. Erstmal mal schon mal so. So, ich nehme also schon mal
In the lamp, please. So. Dann noch mal in die Ecke. So. Dann nicht immer diese Nupsis drauf wählen hier. Das kommt, weil ich das auch zum Malen benutze. Und dann kommt natürlich immer mal das eine oder andere Staubkörnchen. Vor allen Dingen hat das im Moment echt... Da habe ich auch schon ganz schön viel benutzt. Aber das ist auch ein sehr schönes Weiß. Also von so her, das ist wirklich so ein richtiges Reinweiß. So. Und jetzt, mein Lieben. Tadadada. Kommt's und keiner kann's mehr halten. So, warte mal, ich will mal eben das immer ein bisschen dichter ranhole hier. Guckt euch dieses Gelb an, was sagt ihr dazu? Ganz ehrlich, sie hat mir verschiedene Töne gezeigt und das war das, was ich als erstes eigentlich gedanklich ausgeschlossen hatte, ja, bis es auf einem Tipp drauf war. Genau. Also es sieht im Titel nicht also ich so hab, prickelnd aus. Ihr seht ja auch, dass der Titel noch fast voll ist, das heißt, ich habe es auch bis jetzt, das ist auch eine der Farben, sage ich mal, die man eher sehr selten benutzt, aber es ist ein richtig schönes Sonnengelb und zwar ist das von Nails Factory und heißt Sunflower Yellow. Ob es das noch gibt, weiß ich nicht. So, das tragen wir jetzt erstmal in einer Schicht auf. Lässt sich auch sehr gut auftragen, ist jetzt nicht hochdeckend, das heißt, da muss ich auf jeden Fall zwei Schichten von machen. Sieht aber okay, warte mal, ich gehe mal ein bisschen drauf sein. So, hallo meine Lieben, wir haben jetzt gerade mal eben Kontrolle gemacht, weil er vorhin einfach nicht weiter aufgenommen hatte. Ich lasse das jetzt mal einen Moment laufen. Begebe mich mal wieder an meinen Platz, weil wir gemerkt haben, dass er eigentlich nicht aufgenommen hatte. Aber dadurch, dass ich jetzt mit dem Gelb sowieso noch die zweite Schicht machen muss. Du musst mir hier mal so ein Fussel wegmachen. Wo? Da. Aha. So, wir müssen ja jetzt den zweiten Auftrag noch machen. Hm. Und das müsste er nämlich, ja, der rote Punkt, da sehe ich den roten Punkt auch. Manchmal, dann geht er einfach von alleine aus. Ich weiß auch nicht, was das soll. Obwohl, Akku ist ja eigentlich alles Chicolino, also, Bisschen durchscheint ist ja nicht so schlimm, ne? Aber jetzt ist das auf jeden Fall schon mal wesentlich deckender. Wenn das jemand noch leuchtender haben will, dann kann er ja wahrscheinlich auch weiß drunter machen und dann drauf streichen. Ja. Dann ist es auf jeden Fall leuchtender. Genau. Aber so sieht es aber schon, ist trotzdem aber ein schönes, warmes Gelb. Also es gefällt mir sehr gut. Ja. Ist jetzt auch nicht so, dass er sagt, oh, es tötet meine Augen. Also da gibt es ja diese Neongelbs, die habe ich ja auch da. Mhm. Das wäre dann schon ein bisschen krasser. Obwohl das kann man machen, wenn so richtig im Sommer, wenn das wirklich so richtig Sommer ist.
Und jetzt gerade mit Lockdown und was weiß ich, kann man ruhig mal was wagen, sag ich immer mal. Genau. Ist so schon eingesperrt genug, sag ich mal, ne? Eben. So, das lassen wir dann auch mal gut durchhärten, bitte einmal. Und dann, schon wieder alle hier. Ja, und dann hole ich euch, also das lasse ich jetzt wirklich, meine Gelb ist ja nicht so schlimm jetzt vom Aushärten her, aber, weil ich glaube, noch mehr ist da unten auch nicht drin, ne? Nee. Genau. Ja, dadurch wird man dann mal immer inspiriert, wirklich mal auch mal eine andere Farbe zu nehmen, finde ich. Ne? Die habe ich jetzt wirklich lange nicht benutzt. Wie gesagt, Nails Factory heißt die Firma. Ob es die noch gibt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Love Your Nails heißt die. Ne? Nails Factory. Sunflower Yellow. Ja, es kann auch sein. Also wie gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe das jetzt auch schon eine ganze Weile, das Gel. Aber wie gesagt, Gel wird ja eigentlich auch nicht schlecht. Außer es setzen sich nachher wirklich so viele Pigmente ab, sage ich mal, dass man sagt, also okay. So, dann machen wir jetzt gleich erstmal... Ich glaube, der ist ein bisschen... Wo ist mein... Wegen dem Mehrmet. Ne? Das machen wir jetzt nämlich dann gleich. Jetzt brauche ich mein Kondom. Obwohl, eigentlich habe ich schon ein Kondom an den Fingern. Aber das ist so ein bisschen sauberer. Ne? So. Das könnte man jetzt aber auch mit einem Pinsel machen, oder? Mit irgendwas. Rein theoretisch ja. Oder mit so einem Hartschaumteil irgendwie. Hartschaumteil. Ja, du weißt die Ausdrücke, ich nicht. Ich weiß nur, was ich meine. So. Kannst du mir jetzt aber geben. So, den kleinen wolltest du, ne? Jawohl. Was machst du da jetzt drauf? Das ist jetzt Versiegeler. Das ist ein spezieller von Katrin. Von Tailored Nails. Der ist speziell so für Chrompigmente und so weiter entwickelt. Das ist der Flex Finish Chroming. Muss ich ja schließlich auch mal benutzen. So. Merkt ihr was? Bei mir benutzt du das ganze alte Zeug. Nein. Nein, das war ein Spaß. Nee, aber das ist speziell für diese Pigmente. Ich benutze ja jetzt nicht jeden Tag Pigmente. Nein, das war doch auch Spaß. Ach so. Ja, ja, du immer und dein Spaß, weißt du? Ja, du kennst mich doch jetzt, hast du gesagt. Ja. So. Nee, das machen wir gleich. Ich mache jetzt erstmal die eine Hand. Okay. Wie lange muss ich jetzt da drin bleiben? 60 Sekunden habe ich jetzt eingestellt. Ah. Und wie gesagt, lasst einen Daumen hoch da und schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet. Ja, da besteht sie drauf. Merkt ihr das? Ich will Meinungsfeedback, sonst bin ich nämlich nächste Woche wieder bei Claudi. Ja, 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 ja. So, 15 Sekunden noch. Dann nehme ich erstmal den einen fertig. Das hier ist nämlich jetzt das Pigment Aurora.
und es tut seine Wirkung. Ne? So, dann versiegeln wir das gleich mal. Da wirkt natürlich dann die Farbe gleich wieder ganz anders. So, die versiegeln wir gleich mit. Und da ist jetzt auch ein bisschen Glitzer drauf. Naja, da muss ich jetzt mit leben. Gegen Glitzer hat Angie ja nichts einzuwenden. Nö. Das ist für mich ja schon sehr dezent, was Glitzer angeht. Ja, das stimmt. Ich stehe auf Bling Bling. So, jetzt gucke ich nochmal, dass sich das nirgendwo verzieht hier. So, einmal nochmal rein. So, dann gibst du mir mal die Hand bitte. So, einmal rein. Ich kann euch aber jetzt, glaube ich, doch noch mal ein bisschen näher holen, ne? So, und dann kommen wir gleich noch für den Ringfinger, machen wir jetzt noch ein Stamping mit etwas Malerei, auf Deutsch gesagt. Ein Brot brauche ich, glaube ich, noch so ein Mini, so für die Blüten. Müssen wir gleich mal gucken, wenn ich es gestampt habe, ne? Wir stempen das mit Grün, zeige ich euch aber gleich. Dann damit kannst du schon mal wieder raus. So. Doch mega, ne? Und wie gesagt, da dürfen wir noch nicht drauf. So, einmal die Hand. So, das Aurora Pigment hier ist übrigens von Studio Max, das heißt von nails.de. Ausziehen, sonst habe ich nachher wirklich den ganzen Glitter überall. Ich bin nicht im Bild. Du bist nicht im Bild? Jetzt bin ich wieder im Bild. Du darfst ruhig mit mir sprechen. Das ist erlaubt. Da ist mir ein Gang. Ein bisschen von dem Versiegler hingelaufen. Nicht Schlimmes, aber wie ihr bemerkt habt, habe ich auch relativ kurze Nägel. Da werden mich sicherlich einige fragen. So, da, ne? Da. Da? Da. Stimmt, warum eigentlich? Ich hatte mal Bock da drauf. Nee, neulich, ich hatte mir die neulich mal gemacht mit den
vorne mit den Spitzenverlängerungen, mit dem orangenen, diamantenen. Und irgendwie, ja, dann bin ich hier in Gange gewesen und da in Gange gewesen. Dann habe ich mir den vorne ein, vorne abgebrochen. Dann habe ich keine Lust gehabt, mir das neu zu machen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich aber mal hier Tabula Rasa. Und ich bin momentan auch viel am Computer, ja, sowieso in Gange durch das Homeoffice, was ich habe. Ja. Und von so her habe ich gesagt, egal. Und diese Woche habe ich auch viel mit Nägel machen und dann schrabbel ich sowieso damit längs und denke ich, was willst du dir die jetzt vorher noch neu machen? Das ist auch Quatsch, ne? Ja, das stimmt. Und deswegen habe ich gesagt, nee, dann mache ich sie jetzt mal ein bisschen kürzer. Ich kann dann auch computermäßig einfach besser damit arbeiten. Ja. Und ich kann andersrum auch, aber momentan ist das eben einfach ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich gedacht, ich trage sie einfach mal ein bisschen kürzer. Ich habe sie jetzt auch nicht großartig befeilt, sondern ich habe mir das nur kürzer gemacht, ein bisschen angefeilt und eine andere Farbe drüber. Sie sind mir eigentlich noch ein bisschen zu dick, aber ich kann da jetzt diese Woche so mit leben. Ich bin ja nicht großartig draußen oder irgendwas. So, dann machen wir mal eben die Platte sauber hier. Und dann hatten wir uns nämlich schon ein Motiv hier ausgesucht. Das riecht streng. Ja, das ist aber speziell für die Stamping-Platten. Muss ja auch mal sauber gemacht werden. Ja. So, wir hatten uns jetzt diesen hier ausgesucht. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen weiter raus, weil wir zeigen euch die nachher dann sowieso noch. Damit ihr hier überhaupt sehen könnt, was wir hier machen. Was ich mache. So, mal gucken, wie man mit dem... Mit dem habe ich, glaube ich, noch nicht gestempelt. Ich muss mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ob ich das mit dem schaffe hier. Könnte klappen. Stempel ist er gut, weil er durchsichtig ist. Ja, eben, deswegen... Genau, wo man hinstempelt. Ich probiere es mal mit dem, weil es mal klappt es mit denen und mal nicht, obwohl der klebt eigentlich schön. Also kann ich eigentlich nicht anders sagen. Den haben wir doch auch schon benutzt. Haben wir den schon mal? Wir haben den schon benutzt. Her. Ja, ich hatte auch schon ganz lange kein Stamping mehr, das stimmt. So, mal gucken. Bei mir ist es nämlich auch eine Weile her, ob ich das noch hinkriege. Kommst du mal jetzt da runter raus? So. Dass man das eigentlich auch sieht hier, genau. Das ist so ein bisschen, dass ich mir den gleich so greifen kann, genau, so. Dann wollen wir mal schauen. Aufnahme ist sehr gut gewesen. So, das ist nur das Beseitigen, was ich... Das hat er aber sehr gut gemacht. Dann mache ich den anderen auch noch. Nicht wahr? Ich will das hier wieder sauber machen, die Sauerei. So, wo ist mein... Ach, da. Sehr schön. Andere Hand, genau. Schwubbeldi-wubbeldi-wups. Wups. Wunderbar. Ich liebe es, wenn Stamping auf Anhieb funktioniert. Ja. Ne? Ja. So. Sehr schön. Sauber machen. Wobei das halt bei denen echt toll ist, weil du da so durchgucken kannst. Ne? Ja, weil du siehst, wo du hinstampst, ne? Ja.
Das hast du bei den anderen ja oft nicht. Ja, da kriegt man den Dreh nachher aber auch raus, sag ich jetzt mal. Also hier den von Mushu, den liebe ich ja wie gesagt auch. Der stemmt wirklich alles. Aber klar, hast du recht, man kann oben nicht durchgucken. Gerade bei so kleinen Motiven. Ja. Und so sehe ich dann schon genau, wo ich hinstempe, ne? Da hast du recht. So, alles klar. Dann brauchen wir gleich den. Und irgendwie so ein Rot, ne? Irgendwie, wo ich die kleinen, ich muss mal eben überlegen, die grünen Blättchen unten, die lassen wir ja. Ja. Und dann mache ich, ja, das soll ja nur so ein Hauch angedeutet sein. So ein Apfelrot hier, das ist ja so ein schönes, ja, das nehme ich mal. Aber, den und was ist denn mein anderer Feinliner? Nee, das ist der nicht. So, dafür brauche ich aber jetzt meine Brille. Billy, Billy. Und zwar so, ich hoffe, ich hole euch mal weitestgehend ran. Haben die den Finger noch so ein bisschen, nee, andere Richtung, nee, so rum, ne? Oh. Oh Gott, das ist für mich natürlich schwer zu malen, so, aber wir schauen mal, dass wir das hinkriegen. Oh, so ein bisschen dichter ran ist, warte mal, so, ne? So ist gut. So, und dann malen wir mal eine Runde. Das sollen nur so kleine Farbtupferl sein, sag ich mal. Und also übertragen hat er das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und dann mache ich jetzt hier von diesem Gelb, nehme ich auch noch was rein. Ich muss immer zusehen, dass ich hier im Bild drin bleibe. Okay. Und dann können wir noch mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen hier. So. Und dann nicht wahr? Was? Ich habe gerade einen Frosch im Hals. Ein Froschi? Ein Froschi. Kleines Fröschigi. Ein Fröschigi. Hier dann nochmal die Gräser. Nochmal Beton hier. Sehr schön. So, was sagst du dazu? Ich finde das gut. Wow, cool. So, ab in die Lampe. Ab in die Lampe. In the lamp, please. So, dann machen wir das Spielchen mit dem hier auch. Und
Wenn das ein bisschen verschieden aussieht, macht das gar nichts. Nö. Dann wird das nämlich so ein bisschen abstrakter. Das ist gar nicht verkehrt. So kleine Farbtupferl mal so hier mit rein. Und dann sieht das aus wie gemalt. So, die bitte auch in die Lampe. Dann wird der jetzt noch versiegelt hier geblieben. Das war der verkehrte Deckel. Rot sollte auf Rot und nicht auf Gelb. Ja, könnte es uns später böse Überraschungen geben. Gefällt mir sehr gut. Sieht schick aus. Hat so ein bisschen jetzt dann dadurch auch diesen 3D-Effekt mit drauf, ne? Auf dem Nagel. Dadurch, dass die andere Farbe noch mit da drauf ist, wirkt das. Weil auf dem Foto, was wir gesehen haben, das war so ein Tattoo, ne? So ein, ja. Irgendwie sowas. Ich finde das so eigentlich viel, viel besser, weil das plastischer wirkt. So, rein. Ja, meine Lieben. So, aber wir zeigen euch gleich nochmal das Endergebnis. Das brauche ich nicht mehr, das kann weggepackt werden. Außergewöhnliches Design, hat mich mal wieder gefreut. Und Stamping, wie gesagt, ne, man macht es eigentlich viel zu wenig. Ja. Weil man dann immer schnell wieder bei diesem 0815 ist und sagt, nee, na gut, viele wollen natürlich dann auch sowas nicht drauf. Obwohl, ich habe hier ja nebenan meine Muster und so weiter liegen, die hatte ich euch ja auch schon mal gezeigt. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht ist doch jetzt an der Zeit oder so, dass die eine Kundin, die sagte nämlich auch, das nächste Mal will ich, da hatte sie sich davon eins ausgesucht und ich schätze mal, dass die das auch machen wird. So, müssen wir den noch versiegeln, ne? Sieht echt witzig aus. Gefällt mir wirklich gut, muss ich wirklich sagen. Ja, mir auch. Hat sowas, ne? Und das ist eben auch der Sinn des Schmucknagels einfach. Auch wenn das so ein bisschen plastisch wirkt. Mit dem Rot und dem Gelb und dem Grün. Passt jetzt wunderbar zu Ostern. Ist aber jetzt nicht so abgedreht, sag ich mal, als wenn man jetzt Ostereier hat. Ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden. Ne? Ich habe ja nichts gegen Ostereier, aber... Ne? Am liebsten so. Aus Schokolade, richtig? Ja. Nur meiner derzeitigen sowieso ramponierten Figur nicht unbedingt zuträglich. Meine ist auch ramponiert. Ist das nicht furchtbar? Nö. Hast du jetzt eben nie gesagt? Ja. Warum? Haben wir doch selber in der Hand. Wir können es sogar ändern. Also, scheiße ist das, sag ich dir doch. So. Dann kriegst du noch deinen Kokos? Ja, Kokos. Und dann hole ich noch mal von meiner einen. Wolltest
du die da haben oder die mit Arganöl? Die habe ich selber, dann die mit Argan. Die andere habe ich ja schon. Die eine Tube von mir ist nämlich schon leer, ne? Echt? Ja, aber ich habe mir jetzt nochmal welche nachgekauft. Und die lieben meine Kunden momentan auch. Obwohl die andere hier, wie gesagt, also die ist immer noch super, die, super die Oberklasse. Die liebe ich auch, also die habe ich auch ganz oft in der Mache, aber halt nur für Händlis und Füßlis. Genau, ich muss hier nämlich jetzt schon eine neue Tube. Und sehr wenig, weil meine Haut... Ja, ich habe mich hier auch mit eingecremt, weil die wirklich richtig schön fliegend ist. Ja. Also das kann man nicht anders sagen. Nur, dass du dich gleich selber eincremen musst. Ja. Für einmal ein bisschen auskühlen lassen hier. Gut, hier ist so ein bisschen... Naja, das ist immer dieses Pigment, aber das wäscht sich ja nachher ab. Ja. Das ist bei Pigmenten nun mal eben so. Nicht? Dann immer schön Kokos. So. Wo ist das Arganöl? Und dann darfst du dich mal cremen. Ich müsste mir jetzt extra noch wieder Handschuhe anziehen. Na, bitte. Und das mache ich jetzt nicht. Ja, hast du auch nicht. So. Boah, die riecht so toll. Mal gut, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt, ne? Ja, manchmal gut, jetzt gerade schade. Also wenn ihr wissen wollt, welche das ist, ich zeige sie euch gerne. Und zwar ist in Deutschland hergestellt. Nur mal so zum Dings. Ihr kriegt sie teilweise auch in Apotheken. Und zwar von Pharma Verde mit Arganöl-Handcreme. Es gibt aber noch eine, die riecht auch sehr gut. Verbane heißt das. Und das hier ist mit kostbarem Arganöl aus Marokko mit dabei. Also die gibt es auch noch einmal anders. Das ist auch eine Pflanze, genau. Die riecht aber auch sehr gut. Also ich hatte mir da mal zwei mitbestellt. Eine habe ich schon verkauft. Und weil ich gedacht habe, ach, dann nimmst du die einfach nochmal als anderen Duft oder so mit dazu. Ja. Aber die hier, die ist wirklich sehr schön. Sie zieht sehr schön schnell ein und sie klebt nicht, genau. Und die ist auch wirklich reichhaltig. Also ich benutze sie selber auch sehr, sehr gerne. Also es geht relativ fix, dass das einzieht. Falls sich da einer jetzt für interessiert oder ihr die irgendwo mal seht. Man kann die auch teilweise bestellen, das weiß ich. Die ist jetzt auch jetzt nicht extrem teuer. Aber naja gut, was je nachdem, was man unter teuer versteht. Ne? Ich wollte gerade sagen, teuer ist relativ. Ne? Ja. Für den einen sind 15 Euro teuer. Ja, für den jetzt ist jetzt keine 99 Cent Handcreme, definitiv nicht. Vielleicht kriegt ihr sie auch irgendwie im Angebot. Aber sie ist im Grunde genommen, ist sie jetzt schon weggezogen. Ne? Also von so her, ja. Das geht wirklich ratzfatz und die Haut fühlt sich danach wirklich an. Hast du noch was zum Schrubbeln? Ja, da ist so eine kleine Ecke, die... Ja, das ist wahrscheinlich von dem... Der Versiegler, der läuft manchmal seitlich runter. Das kannst du immer mal haben. Wirklich gut. Ja? So, dann zeig nochmal deine Patschehändchen her. Das ist nachher Kleinkram, das wäscht sich weg. Sag ich immer. So, meine Lieben, was sagt ihr dazu? Ich hole euch nochmal ein bisschen dichter ran, damit ihr das nochmal sehen könnt hier. Ist doch mal was anderes, oder? Also ich finde es klasse. Ich bin glücklich damit. Ja, ne? Das kann jetzt auch sein, dass da hängt nämlich noch so ein bisschen von dem Glitzerzeug. Normalerweise müsste man sich einmal die Hände waschen danach und dann nochmal, ne? Weil dieses Pigment, sag ich mal, das dauert immer so ein bisschen, bis das weg ist, weil das so fein ist, auch bis ich das hier runter habe, ne? Oh. Ja. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, meine Süßen. Tschüss.